Ich bin Denise von dem Blog Fräulein Ordnung und ich darf heute den Start machen. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf meine Pyjama-Party und meine 7 Gäste. Ich bin mal gespannt, ob sich die ganzen Ideen in meinem Kopf dann auch tatsächlich so umsetzen lassen. Und zwar habe ich eine mobile Massage bestellt. Ich glaube, das ist schon ein schöner Einstieg, um hier anzukommen und sich wohlzufühlen. Ich habe im Vorwege in der WhatsApp-Gruppe gesehen, was da für Frauen zusammenkommen, was für interessante Frauen, was für lustige Frauen. Und deswegen war es einfach Vorfreude pur. Ich bin der Meinung, dass das Ganze sicherlich eine gute Eigendynamik bekommt. Ich hatte jetzt einfach mal Bock auf einen verrückten Abend, der so ganz anders ist als sonst. Ich würde euch gleich gerne als allererstes das Dusch-WC zeigen, weil die Getränke fördern ja, ne? Den so. Das macht jetzt den Popo sauber nach dem großen Geschäft. Ist jetzt geduscht? Ja, dein Popo wird sauber gemacht. Du brauchst kein Klopapier mehr, kein feuchtes Klopapier mehr. Darf ich das sagen, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, in dem Klo kann man auch duschen. Aber jetzt weiß ich jetzt, dass es nicht so ist. Voll peinlich, okay. Ach, cool. Ausprobiert habe ich es heute tatsächlich das erste Mal. Also es ist natürlich erfrischend. Man geht da ja sehr skeptisch ran und hat nicht wirklich eine Vorstellung davon, was einen da erwartet. Aber durchaus vorstellbar, das zu Hause irgendwie zu integrieren. Ist angenehm. Die Düse reinigt sich immer einmal von alleine, dass es immer alles hygienisch sauber ist. Also gerade Hygiene bei Frauen ist einfach mit den monatlichen Problemen echt ein Riesending. Finde ich richtig cool. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Toilette bei uns Einzug erhält, weil alleine schon die Argumentation LED-Licht, das würde meinem Mann sehr gut gefallen. Also das Licht, das macht mich jetzt nicht unbedingt an, aber die beheizbare Toilettenbrille, das finde ich cool. Also Selbstreinigung ist auch sexy. Also ich glaube, ich finde die Spülung ohne Toilettenpapier am besten. Ich nehme aus dem heutigen Event mit, es gibt ein Klo, das mein Po wäscht und föhnt. Und ich glaube, dass auch alle irgendwie Spaß an der Sache hatten. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwer befremdlich fand, jetzt diese Toilette auszutesten. Ich habe schon ein paar Freundinnen, denen ich das auf jeden Fall erzählen werde, weil die das bestimmt super finden.